Mein Name ist Wolfgang und ich bin 24 Jahre Busfahrer. Ich habe Koch gelernt, war auch ein interessanter Beruf. Nur, ich sage jetzt, beim Busfahren hat man doch mehr mit Leuten zu tun und es ist doch immer eine andere Aufgabe. Man muss sehr aufpassen, man hat auch eine Verantwortung, eben mit den Fahrgästen. Ja, vorausschauend, mitdenkend. Also, es ist nicht so leicht, wie es immer ausschaut. Wir haben auch Wochenenddienst, Feiertag, genauso wie Weihnachten, Silvester. Wir fahren rund um die Uhr. Manchmal hört man, sie sind gut gefahren, mit ihnen fährt man gerne, sie sind ein freundlicher Lenker. Ja, es gibt auch Tage, wo man dann auch das Negative hört. Ja, normaler Arbeitstag, 6 Uhr in der Früh begonnen, ausgefahren und am Vormittag, zeitiger Vormittag war es, an einer Endstation, innerstädtlich. Alle Leute sind ausgestiegen, ich bin aufgestanden, habe einen Kontrolldurchgang gemacht, ob Verunreinigung, Schmutz, Beschädigungen, ja, und ob was vergessen worden ist. Ne? Und so habe ich eigentlich die Tasche gefunden. Ich habe es angewohnt, in meiner Laufzeit reinzuschauen, ob irgendein Ausweis drinnen ist. Weil es könnte ja möglich sein, dass die Person kommt und fragt, ob eine Tasche oder irgendetwas abgegeben worden ist. Ne? Wie ich aber gemerkt habe, dass es sich um eine größere Summe Geld handelt, habe ich die Betriebsinspektion unsere angefunkt und die haben mir eigentlich über dann die Polizei geschickt, dass ich die Tasche übergeben kann. Es freut mich, dass ich die Firma in ein schönes Licht rücken habe können und dass die Leute auch sehen, dass es noch ehrliche Leute auch gibt. Ich bin Gemeindebediensteter und ich bin da, wo Sie mich brauchen.